Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Kornel. Wir sind zurück bei Mario Kart Wii und wir sind hier beim morgendlichen MKW-Morgen. es ist ein wunderschöner Morgen, findet ihr nicht? Ja, ich begrüße euch ganz herzlich und es ist ein bisschen paradox. Deswegen dachte ich mir, schmeiß dich erstmal ins Wasser, damit du einen kühlen Kopf bewahren kannst, ja. Es ist ein bisschen paradox, denn bei mir ist es gerade bitterliche Nacht. Ja, gut, bitterliche Nacht ist ein bisschen übertrieben, aber was ist es denn? Es ist gerade 22:30, sogar ein bisschen später, 11:20 jetzt gleich, am Mittwochabend, und der Kornel, der nimmt jetzt hier den morgendlichen MKW-Morgen auf. Ja, deswegen, guten Morgen, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, ich hoffe, ihr habt nicht so viele Videos zu schauen, dass ihr mein MKW-Video gucken könnt, jetzt hier so am Samstagmorgen, und wenn alles gut läuft, gibt es Sonntagmorgen auch noch ein MKW-Video, und an der Stelle vielleicht einfach mal ein bisschen Eigenwerbung, es gibt nicht nur MKW auf meinem Kanal, ihr könnt auch ganz viel Spaß mit anderen Projekten haben. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Tage sich gestalten. Es könnte sein, dass ich habe irgendwie ein Video zu viel. Ich will ja eigentlich, also der MKW-Morgen ist jetzt eigentlich ausgeklammert. Das ist ja das sowieso das fünfte Video, jetzt prinzipiell so in Anführungsstrichen. Eigentlich würde ich ja ganz gerne einfach nur 4 Videos am Tag, also was heißt nur, ich würde gerne das Maximum 4 Videos am Tag, weil ich das Gefühl habe, dass die Videos sich auch gegenseitig schon ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Die nutzen sich gegenseitig ein bisschen ab. Aber 4 Videos finde ich noch in Ordnung, weil ich es halt auch einfach ganz schön finde, wenn von vielen Projekten, die man, oder von Projekten, die man auf seinem Kanal hat, und 4 Projekte sind ja jetzt nicht zu viel, wenn davon auch fast täglich oder mindestens alle 2 Tage am besten täglich was kommt. Das Problem ist nur, dass ich natürlich jetzt Diddy Kong Racing habe, was mit Sicherheit heute kommen sollte, weil ich es aufgenommen habe. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das mit dem... Ich hoffe, dass ich mit dem Rendern und Hochladen alles bis Freitagmittag schaffe, weil Freitagmittag muss ich das Ganze dann verlassen. Außer es kommt noch was dazwischen. Also es ist geplant, dass ich am Wochenende nicht in Würzburg, sprich nicht an meinem PC bin, sondern dass ich am Wochenende bei meinen Eltern bin und bis Sonntagabend ungefähr. Und deswegen ist es halt so, dass ich alles im Voraus organisieren muss, und ich hoffe, dass ich das hinbekomme. An und für sich habe ich aber für heute geplant, dann nach diesem MKW-Video Diddy Kong Racing, Luigi U, New Super Mario Bros. Herausforderung, Luigi U und Super Mario Galaxy. Das wären 5 Videos plus MKW, das wären 6. Ah, Diddy Kong, zweimal Luigi, Super Mario Galaxy und die Herausforderung. Ah, das ist ein bisschen viel. Auf der anderen Seite weiß ich auch noch nicht ganz genau, ob ich genug Galaxy Parts bekomme, um das übers Wochenende täglich zu bringen. Deswegen könnte es sein, dass ich das eventuell mit den Herausforderungen abwechsel. Aber eigentlich würde ich Galaxy schon gerne täglich bringen. Es wird zwar nicht so sehr gefeiert, aber damit muss ich leben und damit lebe ich. Und ich habe Lust auf dieses Spiel, nur habe ich natürlich keine Lust, dieses Spiel ein halbes Jahr oder so auf meinem Kanal zu haben, weil ich natürlich auch gerne andere Sachen machen möchte. Und man ist ja auch immer so ein bisschen, ne, sobald man ein langes Projekt angefangen hat, ist man ja auch ein bisschen gebunden, ne? Und dann, das ist so ein bisschen wie die Liebe, ne? Wenn man erstmal gebunden ist, dann will man hin und wieder vielleicht auch mal auswärts essen gehen. Ja, es ist so wie mit dem Essen, aber Appetit sollte man sich dann doch zu Hause, den Appetit sollte man zu Hause sich stillen lassen. Und Galaxy ist ein schönes Spiel und ich habe sehr viel Bock, das durchzuspielen. Deswegen, das passt schon. Nur ist mir halt gerade so aufgefallen, dass ich, Galaxy halt. Ich muss mal gucken, wie ich das gestalte. Ich hoffe einfach, dass ich überhaupt die Videos render- und hochladmäßig bis dahin schaffe. Weil es ist nicht mehr ganz so viel Zeit. Und vielleicht hätte ich ein bisschen früher anfangen sollen. Ja. Naja, sehen wir dann einfach. Warum... Ich habe schon Halluzinationen, ey, das ist der Wahnsinn. Warum möchte ich unbedingt 2 Luigi's Parts hochladen? Das ist eine berechtigte Frage. Ihr könntet ja auch sagen, ey Cornel, hab nur ein Luigi U-Part hoch, dann hast du doch nicht so viele Videos. Ja, das stimmt.
Allerdings würde ich gerne am Wochenende zwei Videos hochladen, am Samstag und am Sonntag, New Super Luigi U, weil dann gehen die Videos genau so auf, dass ich am darauffolgenden Freitag das Projekt durchhabe. Und das wiederum bedeutet, dass eventuell am Samstag am Wochenende etwas Krasses starten kann, also kein Let's Play, sondern ein Event. Ich will da noch nicht großartig drauf eingehen, eventuell, ich würde es halt einfach gerne vor dem Wochenende auch beenden. Ich habe das von vornherein so geplant, weil ich auch New Super Mario Bros. Wii starten möchte. Und es würde auch passen, sollten eventuelle Planungen, die momentan in Planung sind, vollzogen werden. Ich habe sehr viel Bock drauf, ich würde mich freuen, wenn es funktioniert, deswegen wäre es gut, wenn das Let's Play auch vorher beendet wird. Und ich würde es halt einfach gerne an diesem Freitag beenden, dann auch am darauf folgenden. Und deswegen am Samstag und Sonntag zwei Parts. Wer es gucken mag, der guckt's. Wer es nicht guckt, der guckt's nicht. Na, ganz einfache Kiste, ne? Und deswegen zwei Parts aber auf jeden Fall. Finde ich einfach cool. Jetzt habe ich die... Na, jetzt habe ich die Streckenauswahl durchgesprochen. Egal, was soll's, dann seid ihr halt jetzt dabei. Komm, koste was es wolle. Ja. Ich hab's nicht realisiert. Ist egal. Die Strecke war so kurz, da kann man die Streckenauswahl ruhig hinten dranhängen, weil... Ne, Yoshis Kaskaden, das ist das Video auch nicht ganz so kurz. Vielleicht hat jemand Bock drauf. Wer weiß. Vielleicht hört ihr mir ja gerne zu. Es wäre auf jeden Fall ein Zustand, der nicht ganz so schlecht wäre, aber... Ja, ist wahrscheinlich auch ein Traum, der eh nicht zu realisieren ist, weil ich doof bin. Und ihr mich alle doof findet. Oder so ähnlich. Oh, ein Goldpitz auf 2. Ich trigger den einfach mal durch. Ja, das war jetzt vielleicht alles nicht so ganz optimal. Ich habe da ein bisschen die Übersicht verloren, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich versuche hier mal den ersten Rand zu ziehen, obwohl der... Boah, warum ist der so weit vorne? Hat den SC gezogen? Muss er ja zwangsläufig. Muss er ja irgendwie zwangsläufig. Oh, der Pau war vielleicht gar nicht schlecht, die Banane dafür, aber umso mehr. Na, der Pau hat den ersten da, glaube ich, doch ein bisschen aus der Kurve gehauen. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, ob wir da mit langen Beinen rankommen können. Den Pilz habe ich da jetzt einfach mal gesetzt, weil er mich sicher vor dem Swamp durch die Kurve gebracht hat. Oh, gut. Guter Low Jump. Da war kein Low Jump, richtig. Einen habe ich geschafft. Wir sind dran. Wir sind. Ah, komm, die große Kurve nehmen. Das könnte die rote schaffen. Ja, und jetzt ist die große Frage: Kommt sie an? Wahrscheinlich nicht. Das ist ärgerlich. Ah, die drei Grünen. Ah, jetzt bin ich im Offroad hängen geblieben. Ah, ich komme da nicht richtig hinterher. Ich bin auch lange nicht mehr gefahren. Und es ist ein bisschen ärgerlich, ja. Es ist ein bisschen traurig. Aber was soll man machen, ne? Was soll man machen? It is wie es it. It is wie it, sagt der Kölner. Ich habe keine Ahnung, was der Kölner sagt. It is wie it. Nein, das hört sich scheiße an. Ach ja, Leute, es ist eigentlich ja schön, ne? Also wie gesagt, wenn ich alles organisatorisch auf die Reihe bekommen habe, dann kommen auf jeden Fall 5 Videos heute, also inklusive diesen, 4 noch nach diesem und eventuell sogar 6, ich weiß es noch nicht, mal gucken, aber ja, es ist halt dann wieder die große Frage, was bringt es, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es da draußen Leute gibt, die gerne Super Mario Galaxy gucken und wenn es nur 10 an der Zahl sind, dann freuen die sich auch, wenn Super Mario Galaxy zusätzlich noch kommt zu all dem anderen Shit. Und warum nicht? So what? Wenn ich die Videos habe, kann ich sie auch raushauen. Ich bin sowieso eher so der Typ. Ich bin so dumm. Boah, da warst du wieder. Durch die blaue war ich wieder dran am ersten. Und was ist das erste, was ich mache? Ich verkack's mir. Na, das ist so dumm. Und das war die dritte Runde. Das ist so noch ärgerlicher. Ja. Wenn ich Videos habe, hau ich die auch gerne raus, weil ich das nicht mag, so lange auf Vorrat. Ich habe auch schon voll Bock auf New Super Mario Bros. Wii, aber ich will es noch nicht anfangen zu Let's Playen, weil ich es ja erst heute in der Woche starten könnte. Also für mich jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind es ja sogar 1,5 Wochen, bis es starten könnte. Ne? Und das ist mir einfach ein bisschen zu viel. Deswegen, ich bin voll heiß auf das Spiel, aber ich warte noch, bis ich es spielen kann. Ja, und deswegen, hau raus den Shit. Piu. Nächstes Rennen. Es ist aber im Endeffekt ja auch immer ein bisschen müßig, über all diese Kanalsachen zu reden, weil meistens kommt man anders und öfters als man denkt. Nee.
Denn am Ende kommt es anders und meistens als man denkt, ne, kommt es anders. Ich weiß nicht, gibt es da nicht irgendwie so einen Spruch? Ich weiß es nicht mehr. Oh nein, muss es... Das ist so dumm. Der ganze Goldpilz verkackt. Ich bin wieder... Der erste zieht wahrscheinlich gerade schon wieder weg. Und ist zum Mäusemelken. Ich bin so schlecht geworden in dem Spiel, ne? Das ist ja pure Wahnsinn. Ja, genau. Ist ja pure Wahnsinn. Es bringt ja alles nichts, ne? Es ist halt einfach so. Naja, muss man mit leben. Nee, aber prinzipiell habe ich momentan... Jetzt habe ich voll auf momentan gesagt und ich wollte sagen, ich sage im Moment wieder voll auf prinzipiell. Das hat mich gerade eben ein wenig angekotzt, aber ich habe gerade eben auch voll viel so momentan prinzipiell quasi gerade gesagt. Der erste hat erstmal wunderbar den SC genommen, das freut mich natürlich, ja, da lachen die Herzen, macht er gut, der Pisser, ich will doch auch mal Erster werden. Wobei der zweite mir reicht, dafür gibt es 100 Pluspunkte, das ist erstmal was ganz Gutes. Die Sache ist halt nur, der Typ fängt jetzt wahrscheinlich an zu backspam. Oh, ich fahre gegen Swamps. Es ist echt müßig, ja. Man müsste mal wieder ein bisschen mehr MKB fahren. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf MK8. Ich bin beim Release von Mario Kart 8 dabei. Das wird sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wie die Leute abgehen auf dieses Spiel. Ich bin sehr gespannt, ob ein Sozi vielleicht sogar wieder anfängt zu TT'en. Ich bin sehr gespannt, wie sich allgemein die Mario Kart Szene entwickeln wird. Ich bin sehr gespannt, wie das Clan-mäßig weitergeht, ob man dann die Clan Wars auf Mario Kart 8 verschiebt. Das ist alles relativ interessant. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie es allgemein so ein WW wird, ne? Wie man abschneidet gegen den Wallow Online dann und so und dies und das und jenes und... Ach ja, es wird schön und es wird spaßig und... Ja, darauf freue ich mich schon. Auf Mario Kart 8 freue ich mich tatsächlich richtig, richtig sehr. Das ist... Ich habe mich auf Luigi unfassbar sehr gefreut. Ich freue mich auf Mario 3D World unfassbar. Aber... Mario Kart 8 ist halt nochmal so ein bisschen... Fickt euch einfach alle. Mario Kart 8 ist halt einfach nochmal so ein bisschen mit dem Multiplayer-Aspekt. Es ist einfach schön. Ich würde es endlos feiern, wenn ich gleich eine Bulle ziehe. Wobei die mir wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viel bringt, weil ich einfach... Ja, als letzter hier, ja, vorletzter jetzt gerade auch einfach ein bisschen den Anschluss verloren habe. Es wäre schön, wenn ich eine Bulle ziehe und in dem Moment, wo ich sie rauskriege, geschockt wird oder einfach jetzt noch ein Schock kommt. Es ist schon zu spät für einen Schock. Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Platzierungsmäßig war das hier schon ein bisschen unterste Schublade. Ich habe auch wieder so viel wenig Punkte. Ich habe gestern, nein, nicht gestern, ich habe am Dienstag, für mich ist das gestern, ich habe einen Abend wieder ein bisschen MKW gespielt, war bei 9000 Punkten knapp und die letzten drei Rennen einfach dreimal minus 180 und zack, bist du weg vom Fenster. Naja. Ich hoffe, der Part hat euch in irgendeiner Art und Weise gefallen. Ich bin mir gerade unsicher, aber wenn er euch gefallen hat, sehen wir uns hoffentlich auch morgen beim morgendlichen MKW-Video wieder. Und wir sehen uns eventuell auch bei heutigen oder gestrigen oder irgendwann hochgeladenen anderen Videos wieder. Ich habe schon einige Videos hochgeladen. Ich werde auch noch einige Videos hochladen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an meinen Videos. Schaut einfach mal überall rein. Es ist immer wieder toll. Der Cornel ist ein unfassbar toller Typ. Bis dann und ciao, tschüss. Ich bin's, Cornel.